Das klingt alles sehr grausam. So etwas sollte niemand auf der Welt durchmachen müssen. Und trotzdem ist es ihr passiert. Es heißt, dass sie sich lange nicht davon erholt hat. Rita ist nicht mehr aus dem Bett gekommen. Sie hat die Wand angestarrt, sie hat geweint, vor sich hingeflüstert wie eine Irre. Und Manfred hat mit dem Schnaps angefangen. Er wollte es nicht akzeptieren, dass sein Junge in einem Loch am Friedhof verschwunden ist. Und er ertrug es nicht, dass Rita nicht mehr mit ihm sprach. Da war nichts Gutes mehr, keine Hoffnung. Jedes Mal, wenn ich sie besucht habe, waren die beiden noch ein Stück tiefer gesunken. Ich dachte, dass es nicht mehr schlimmer kommen kann, aber da hatte ich mich getäuscht. Sie sprechen von Manfred Daleks Sucht? Ja, Sie haben ihn doch sicher schon gesprochen. Ich wette, dass er sich in den letzten Jahren nicht groß verändert hat. Er säuft bestimmt immer noch, oder? Ja. Bis zum Umfallen hat der Kerl den Schnaps in sich hineingeschüttet. Und als ob das nicht genug wäre, hat er auch noch mit dem Spielen angefangen. Jeden Euro, den er verdient hat, hat er in irgendwelche Automaten geworfen, während Rita sich alles vom Mund absparen musste. Kein Entzug und keine Motivation, etwas an der Situation zu ändern. Er hat sich gehen lassen, hat nichts getan, um es aufzuhalten. Er hat es nicht einmal versucht. Ich konnte da irgendwann nicht mehr zusehen, dass Rita sich nicht gewehrt hat, dass sie ihn nicht gezwungen hat, mit dem Saufen aufzuhören. Wie lange hatten Sie schon keinen Kontakt mehr zu ihr? Keine Ahnung. Vielleicht 12 oder 13 Jahre. Sie haben sie nie wieder getroffen? Nein. Auch nicht zufällig, irgendwo in der Stadt? Warum fragen Sie mich das? Haben Sie nie dort eingekauft, wo sie gearbeitet hat? Doch, natürlich. Am Anfang. Weil ich mich gefreut habe, dass sie sich wieder erholt hat. Dass sie diesen Job im Supermarkt angenommen hat, war ein Hoffnungsschimmer. Wobei ich es nie wirklich verstanden habe. Was meinen Sie? Rita war Krankenschwester und keine Verkäuferin. Sie war eine von den Besten, verstehen Sie? Sie hat diesen Beruf ernst genommen. Warum hat sie dann 18 Jahre lang im Supermarkt gearbeitet? Sie wollte wahrscheinlich keine Verantwortung mehr tragen. Und sie wollte niemanden mehr zusehen, wie er stirbt. Kein Leid mehr, hat sie gesagt. Sie dachte wirklich, dass es besser wird. Aber in Wahrheit wurde alles noch schlimmer. Sie hat sich nur noch um dieses Arschloch gekümmert. Ich weiß nicht, wie oft ich ihr gesagt habe, dass sie ihn verlassen soll. Aber sie wollte es nicht hören. Hat es nicht fertiggebracht. Wir haben uns doch geliebt, hat sie immer gesagt. Rührend hat sie für ihn gesorgt, obwohl er sie behandelt hat wie Dreck. Ich denke, Rita hat sich aufgegeben damals, sich und alles andere auch. Ich konnte ihr nicht mehr helfen, sie nicht vor ihm beschützen. Hätte man sie beschützen müssen? Ja. Manfred war ein Geschwür. Er hat Rita ausgesaugt, ihr alles genommen. Wenn Sie mich fragen, hat er sie auf dem Gewissen. Trauen Sie ihm einen Mord zu? Der Mann ist unberechenbar. Denken Sie, dass er zu so etwas fähig wäre? Keine Ahnung. Aber es würde mich nicht wundern.